Ja, hallo auch nochmal von mir. Ich darf Sie heute durch den Abend führen. Allerdings haben wir besprochen, dass erstmal die ersten 20 Minuten dem Autoren Jan Plamper gehören. Und du weißt ja schon, was du machen möchtest. Also sage ich gar nicht weiter viel und wir kommen dann gleich wieder zusammen. Und wir gucken einfach ganz klug in die Gegend beim Zuhören. Okay, vielen Dank an die Böll-Stiftung. Und tausend Dank an Ferda Attermann und Neka Forutan. Ich glaube, dass so viele gekommen sind, hat eher mit euch zu tun als mit mir. Ich habe mir überlegt, wie ich mich dem Buch nähere. Wir haben ja alle drei dieses Jahr Bücher veröffentlicht zu dem Thema. Ferda Attermann hat Anfang des Jahres im selben Verlag wie ich ein Buch veröffentlicht. Hört auf zu fragen. Ich bin von hier. Und Neka Forutan vor einigen Wochen ein Buch Die postmigrantische Gesellschaft, ein Versprechen der pluralen Demokratie. Und ich glaube, was sind das für Bücher von der literarischen Gattung her und wie passt meins da rein oder wie ist es anders, wie ist es ähnlich? Wir ziehen oft am selben Strang. Deins ist, glaube ich, eher ein wissenschaftliches Buch und es ist gespickt mit Zahlen. Es bringt empirische Sozialforschung zusammen mit Theoriebildung. Und deins ist eine Streitschrift, eine sehr konstruktive Streitschrift. Und meins ist, glaube ich, in erster Linie erzählende Geschichte. Also es ist ein Versuch, Geschichte zu schreiben, die von konkreten Menschen handelt, die deren Schicksale erzählt. Es baut auf sogenannten Ego-Dokumenten, also Zeugnissen, die in der ersten Person geschrieben, verfasst wurden. Viel Oral History aus dem Archiv in Köln. Und es ist auch noch was anderes, dazu komme ich gleich. Aufgebaut ist es, ich sage mal was zur Architektur des Buches. Es sind 8 Kapitel und zuerst kommt ein Kapitel, da geht es um die Deutschen oder die Personen aus den deutschen Staaten, denn Deutschland als zusammenhängender Nationalstaat gibt es erst seit 1871, die außergewöhnlich viel gewandert sind. Dass der Versuch dort ist, das zu universalisieren, zu zeigen, dass die Deutschen oft ähnliche Erfahrungen gemacht haben in anderen Ländern, vor allem in den USA und in Russland, wie Migrierte in Deutschland nach 1945. Und dann kommen die Kapitel, die entlang der zahlenmäßig wichtigsten Einwanderergruppen gehen. Also da ist ein Kapitel zu den Vertriebenen, 12,5 Millionen in 6 Jahren. Dann kommt eins zur Arbeitsmigration in Westdeutschland und dann kommt eins zur Arbeitsmigration in Ostdeutschland, zahlenmäßig viel kleiner, nur ungefähr 150.000 bis 200.000. Dann kommt eins zu Asyl, vor allem in den 1980er Jahren. Dann kommt eins zu den Spätaussiedlern aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Polen und Rumänien, ungefähr 4,5 Millionen. Da kommt eins zu jüdischen Kontingentflüchtlingen, ungefähr 230.000. Und ein letztes langes Kapitel zur Willkommenskultur. Und bewusst Willkommenskultur genannt, nicht Flüchtlingskrise. Und zwischengeschoben sind noch 2 Zeitschnitte. Einer zu 1945, das war das erste wichtige Umbruchsjahr für Migration. Und die sind so panoramaartig gehalten. Also da reich viele O-Töne aneinander, um einzuführen in das, was folgt. Und dann einer zu 1989. Und es ist wirklich erzählende Geschichtsschreibung. Also es gibt auch keine Fußnoten. Es gibt schon Anmerkungen, aber die sind hinten und im amerikanischen Stil. Das heißt Kurzzitate. Aber Sie sehen keine hochgestellten kleinen Zahlen im Buch. Und ich habe wirklich versucht, alle Register zu ziehen, die erzählende Geschichtsschreibung, die ja auch stärker gepflegt wird im angloamerikanischen Raum, in dem ich lehre, zu ziehen. Also war nicht zimperlich. Da gibt es Cliffhangers. Ich habe einiges versucht, um den Erzählbogen aufrechtzuerhalten und die Leserinnen und Leser bei der Stange zu halten. Es ist aber auch, und das ist das zweite Anliegen, also es ist auch eine Intervention in die sogenannte Migrationsdebatte.
Ja, es ist historisch argumentierend. Es ist vielleicht anders als andere Bücher, indem es wirklich sagt, die Geschichte hat eine besondere Perspektive in dieser Migrationsdebatte und die ist vielleicht noch nicht ausreichend berücksichtigt worden. Und es hat auch am Ende ein paar ganz konkrete politische Vorschläge und entwirft das Bild von so einer Utopie. Und es versucht, Begriffe und Konzepte einzuführen, die, wie ich meine, im alltagspraktischen Raum nützlich wären. Ich würde jetzt im Folgenden das, was eigentlich das Geringste des Buchs ausmacht, nämlich den quasi theoretischen Teil aus dem Vorwort und dann auch aus dem Schluss, den würde ich so nacherzählen, quasi Baustein für Baustein aufeinanderlegen. Bevor ich das tue, würde ich eine kurze Passage lesen, damit Sie einen Eindruck von dem Duktus kriegen, wenn es um diesen Theorieteil geht. Einfach, dass Sie wissen, was das für ein Stil ist oder für eine Sprache. Und da würde ich was lesen zu Identität und welchen Begriffes ich mich da bediene, welches Konzept es. Das ist jetzt aus dem Vorwort. Und dann am Ende lese ich nochmal eine Passage. Ich gehe von der grundlegenden Annahme aus, dass wir alle unzählig viele Identitäten leben und dass sich diese Identitäten und ihr Verhältnis zueinander ständig wandeln, je nachdem, mit wem und wo wir kommunizieren und handeln. Deshalb sage ich auch Identitäten leben und nicht Identitäten besitzen oder haben. Rheinländerin, Leipzigerin, Ostdeutscher, Märkisches Viertel Berlin, Goth, HSV-Fan, Queer, Katholik, Transfrau, Alevit, Alawit und das oft gleichzeitig und in schnellem Wechsel, abhängig davon, ob wir am Arbeitsplatz mit Chefin oder Kollegin, in der Freizeit mit Mutter oder Sohn, in der Sauna oder der Synagoge interagieren. Hypervielfalt, Superdiversity oder Interkultur, so haben die Migrationsforscher Steven Verdeweck bzw. Mark Terkesidis diesen hochkomplexen, nie stillstehenden, sich immerfort verändernden Zustand der vielen Zugehörigkeiten bezeichnet. Eine dieser Zugehörigkeiten ist die zur Nation. Also Sie sehen, das ist so ein performatives Identitätsverständnis. Ich glaube, dass dieser Begriff, das ist ein wissenschaftlicher Gummibegriff, aber ich glaube, dass er noch nicht verloren ist, dass man ihn noch gut benutzen kann. Man muss ihn nur entsprechend definieren. Also es ist nichts, was ich habe, wie die Pigmentierung meiner Haut oder meine Körpergröße, die ich schwerlich ändern kann, sondern es ist was, was ich durch das Leben ständig neu formatiere. Das ist die Vorstellung. So, und dann ist eine dieser vielen Zugehörigkeiten, dieser unzähligen, die wir im Alltag übrigens meist ohne Konflikte leben, ist die zu einer Staatsbürgernation. Ob wir es wollen oder nicht, haben fast alle von uns diese Zugehörigkeit. Wir sind fast alle im Besitz eines Passes, manche auch von mehr als einem und einige von gar keinem. Das gibt es auch. Schön wäre es nun, so stelle ich mir das vor, wenn wir ankämen bei einem Modell in Deutschland, in dem die Zugehörigkeit zur Staatsbürgernation, wenn man ihr zugehört, bedingungslos ist und zusammengeht mit diesen anderen Identitäten, denen man noch lebt. Unter anderem der Zugehörigkeit zu anderen Kulturen und zu Herkunftsländern. Die Schwierigkeit ist jetzt, dass das oft nicht geht, dass die beiden als ausschließlich definiert werden und dass man praktisch den Migrationshintergrund, den sogenannten, nie ablegen kann. Das ist die Schwierigkeit. Das Modell ist eins, das mit dem Begriff der Salatschüssel bezeichnet wird. Ist vielleicht kein idealer Begriff, aber die Metapher bedeutet, dass man die bunten Blätter des Salates, also die verschiedenen Herkunftskulturen, dass man die hat, dass es auch schön ist und gut ist und dass Mehrsprachigkeit fantastisch ist, dass sie gefördert werden sollte, auch an deutschen Schulen. Und dass die koexistieren in dieser Schüssel. Und die Schüssel ist quasi die Zugehörigkeit zur Staatsbürgernation. Vielleicht ist er nicht ideal, weil die Schüssel vielleicht porös gedacht werden sollte eigentlich, weil die ja andere Formen annimmt, je nach den Blättern des Salates oder ja, der Soße gewissermaßen. Aber wenn Sie Vorschläge haben, ich glaube, es gibt bis jetzt keinen besseren. Wir müssen da weiterdenken. Ja. Nee, habe ich nicht.
Bin ich schon. Hat irgendjemand eine Uhr für mich? Mein Job bestünde darin, die Zeit im Blick zu haben, und ich habe tatsächlich keine Uhr dabei. Damit fängt schon gut an. Vielen Dank. Das ist total nett. Okay. Ich meine, im Flughafen voll. Pardon. Genau. Und bis vor kurzem war der Sammelbegriff für Leute mit diesen Identitäten aus Herkunftskulturen war Ausländer, Ausländerin. Das ist ein zutiefst ausgrenzender Begriff, zumindest bei jenen, die eigentlich zugehörig sind zur Staatsbürgernation. Ja? Das sind Inländer. Dann kam in der Wissenschaft der Begriff des Migrationshintergrunds auf, der wanderte dann in die Statistik mit dem ersten Mikrozensus 2005. Das ist schon mal viel besser, weil man quasi im Vordergrund Deutsche-Deutscher sein kann und im Hintergrund noch eine andere Erfahrung hat. Aber die Gefahr ist immer, dass dieser Hintergrund biologisiert wird, dass man ihn nie ablegen kann, diesen Migrationshintergrund, und er vererbt wird quasi. Das ist die Schwierigkeit. Jetzt gibt es drei Begriffe, drei Selbstbezeichnungen. Übrigens, das wäre praktisch die Präambel sein sollen. Selbstbezeichnung ist das Gebot. Also die Begriffe benutzen, die ja, Minderheiten, Migrierte selbst für sich benutzt haben wollen. Und die gibt es, die sagen das auch. Also es gibt gerade die Organisation, die Ferta Ataman vertritt, die hat ein fantastisches Glossar, das im Netz steht, ständig geupdatet wird, wo diese Begrifflichkeiten angeführt werden. Das ist sehr hilfreich. Drei gibt es und mir scheinen die aber alle nicht ideal. Also der erste ist Postmigranten. Da finde ich nicht ideal als jetzt alltagspraktische Selbstbezeichnung, nicht im wissenschaftlichen Diskurs, aber im Alltag finde ich nicht ideal, dass er immer aufs Migrantische reduziert, dass das Deutsche nicht drin ist. Da gibt es neue Deutsche. Da finde ich nicht ideal, dass das zeitliche Gefahr läuft, biologisiert zu werden. Also dass die Enkel und Urenkel von Özil oder von 2015 zugewanderten Syriendeutschen auch noch neue Deutsche werden. Wann wird man zum alten Deutschen, wäre die Frage. Und der dritte ist der Bindestrich Deutschen, der ist nicht gut, weil er sprachlich nicht hinhaut. Hyphenated Americans, daher kommt er, aber im Deutschen ist es ja nicht so. Also selbst eine Turko-Deutsche, ein Türkei-Deutscher wird nicht durch einen Bindestrich getrennt. Es gibt einen anderen Begriff, der im Umlauf ist, von Typhoon Celtic und Jabrata Mukherjee, der heißt Plusdeutsch oder Deutsche Plus. Das ist der, den ich am besten finde, auch vom Alter am besten finde. Man kann sagen, dass man diesen Begriff gar nicht, dass man gar keinen Begriff braucht als Sammelbezeichnung, aber ich kann versprechen, dass im Alltag es dann wieder darauf rauslaufen wird, dass man von Ausländern spricht. Deshalb sehen Sie, das ist, glaube ich, auch das, was ich versucht habe in diesem Buch. Ich habe wirklich mir Alltagsdiskurse angeguckt und habe versucht, was zu sagen und da Angebote zu machen. Ob die jetzt angenommen werden, ist eine andere Frage. Aber versucht da die Diskussion voranzubringen. Deutsche Plus ist auch so schön, weil der Begriff nahelegt, dass wir alle eigentlich mal über Grenzen gekommen sind und dass wir alle unzählige Identitäten haben. Und er klingt gut, er ist positiv besetzt. Der letzte Theoriebaustein ist der des neuen Wir. Was ist das neue Wir? Das neue Wir ist für mich zweierlei. Erstens ist es einfach die Summe aller Zugehörigen zur Staatsbürgernation, also aller Deutschen, inklusive aller Zugewanderten, also bedingungslose Zugehörigkeit. Zweitens, und jetzt wird gleich ein Schaudern durch den Raum gehen, zweitens ist es aber auch der Vorschlag einer emotional-symbolischen Überhöhung dieses Kollektivs. Ich glaube, dass Verfassungspatriotismus nicht ausreicht als Kit. Ich glaube, dass es da anderes braucht. Ich finde aber, dass das Inhaltliche, und das ist wichtig, dass das Inhaltliche dieses Wirs auf demokratischem Wege bestimmt werden sollte. Das heißt, von mir werden Sie keinerlei Vorschläge à la wir sind nicht Burka oder sowas hören, also so eine essentialistische Vorstellung von Leitkultur, sondern ich bin der Meinung, dass das wirklich mit den zur Verfügung stehenden demokratischen Mechanismen und Prozessen im Rahmen des Grundgesetzes ausgehandelt werden sollten. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben keine nationalen Einbürgerungszeremonien. Das ist merkwürdig. Sie werden Staatsbürger in der Bundesrepublik Deutschland. Sie werden eingeladen, inzwischen das zu feiern auf Bezirksebene in Berlin, ins Rathaus Tempelhof Schöneberg.
Und dann werden Sie nochmal eingeladen ins Rote Rathaus, auf Landesebene. Aber sind Sie Staatsbürger des Bezirks Tempelhof-Schöneberg geworden? Nein. Des Landes Berlin? Nein. Warum gibt es nichts auf nationaler Ebene? So, aber jetzt ist nicht gesetzt, wie dann so eine Zeremonie aussehen sollte. Und darüber hätte ich gerne Diskussion. Also, wo sollte stattfinden? Vielleicht in einem Fußballstadion. Was soll für Musik gespielt werden? Wie bilden wir das, die Pluris, e pluribus unum, aus vielen eines? Wie bilden wir die ab? Ist gesetzt, dass die Nationalhymne gespielt werden soll? Nein, finde ich. Muss da die deutsche Flagge sein? Nein, finde ich auch nicht. Ich finde, das sind alles offene Fragen im Rahmen des Grundgesetzes. So, das ist dann mein Vorschlag, vor allem am Ende. Aber dazwischen ist viel erzählende Geschichte und also gespiegelt wird mir, dass es sich auch gut liest. Jetzt würde ich zum Abschluss, weil ich wahrscheinlich schon überzogen habe, würde ich noch den Schluss lesen, ein, zwei Seiten, und dann würde ich auch schon schweigen. Wenn sich das Narrativ dieses Buches, die andere Geschichte der Deutschen, in der Migration dazugehört, das neue Wir, das die Deutschen plus einschließt, durchsetzt, wird die Frage, wo kommst du her, irgendwann einmal okay sein, weil von woanders kommen und Deutschsein sich nicht mehr widersprechen werden. Dann wird es Türkendeutsche, Türkeideutsche oder Turkodeutsche statt Deutsch-Türken geben. Man wird die Fußballnationalmannschaft nicht mehr als International-Elf bezeichnen. Meine Tochter Olga und ihre Freunde werden sich nicht mehr Ausländer nennen. Und Integration wird nicht mehr eigentlich Assimilation meinen. Nicht mehr meinen, du bist anders, gib alles auf, was du an Plus mitbringst und werde so wie wir, wobei wir dir nicht sagen, was wie wir bedeutet, beziehungsweise die Bedeutung ändern, sobald du meinst, es geschafft zu haben, wie eine Zielgerade, die wir immer wieder aufs Neue verschieben. Nun wäre es aber naiv zu denken, dass eine staatsbürgerliche statt ethnobiologische oder ethnoreligiöse Nationsdefinition, die symbolisch-emotional überhöht wird, das neue Wir, niemanden ausschließt. Auch eine solche Definition produziert das andere. Alle Nichtstaatsbürger sind durch diese Neujustierung der Identität stärker markiert, als es jetzt der Fall ist. Die Produktion des anderen wird auch nicht aufhören, wenn die Nationsebene hinter die übernationale EU-Ebene zurücktritt. Dann wird die Unterscheidung von EU-Bürgern und Nicht-EU-Bürgern stärker spürbar sein. Sie wird nicht einmal aufhören, wirksam zu sein, wenn die Menschheit sich staatlich als solche, nämlich als Menschheit, verfasst, etwa in einer Weltföderation. In dieser Weltföderation wird wirtschaftliche Differenz, die sozioökonomische Ungleichheit stärker spürbar sein. Trotzdem ist es zentral, von Kollektiven jenseits der Nation zu träumen und auf die Erfüllung dieser Träume hinzuarbeiten. Dieses Buch soll nicht im Telos der Nation enden, es soll enden in weiteren Zielen. In einer funktionierenden demokratischen EU, in einer echten Weltföderation. Überhaupt ist es überlebenswichtig, von einem Punkt her zu denken, der außerhalb des Hier und Jetzt liegt, einer Vorstellung, wo man hin möchte, wie es besser sein könnte, einem Unort, an dem die Menschheit noch nicht war, einer Utopie. Eines Tages werden nationale Grenzen wie ein Überbleibsel aus einer untergegangenen Epoche wirken, so wie die Sklaverei oder der Ausschluss der Frauen von allgemeinen Wahlen. Es wird ein wirklich universelles Recht, ein Menschenrecht auf Freizügigkeit geben. Die deutsche Willkommenskultur von 2015 war wie ein Aufblitzen dieser Zukunft der menschlichen Solidarität jenseits nationaler Grenzen, die uns künstlich in Staatsbürger unterschiedlicher Länder einteilen, obwohl diese Grenzen doch so willkürlich und jung sind. Sie war das, was im Englischen ein Foreshadowing genannt wird, ein Begriff, der sich mit Vorausahnung nur andeutungsweise übersetzen lässt. Die Zukunft ist in jeder Hinsicht grenzenlos. Danke. Dankeschön. Ich würde, Naika, einmal zu dir gucken, bevor ich uns in ein Gespräch verwickle, uns drei, möchtest du vielleicht ergänzen, einmal sozusagen deine Minuten bekommen, um zu erklären, was die postmigrantische Gesellschaft ist, beziehungsweise was da das Konzept ist? Oder soll ich Fragen stellen? Es kommt ein bisschen auf deinen
ich ergänze jetzt gar nicht über die postmigrantische Gesellschaft, sondern vielleicht nur so als ersten Eindruck, weil der erste Eindruck so changierend ist zwischen, ich sitze hier und höre eine Debatte des vergangenen Jahrzehnts oder der Zukunft. In jedem Fall meiner Meinung nach keine, die jetzt stattfindet, weil ich glaube, dass wir diese Fragen, natürlich jetzt sind wir auch zwei Leute, die diese Debatten die letzten Jahre sehr intensiv begleitet haben und gerade die Fragen nach Neuen Deutschen oder Deutsch Plus, das sind Vereine, die wir mitbegründet haben, da haben wir die ganzen Debatten geführt, die Idee, ob das Wort Integration noch passt, ob Assimilation überhaupt jemals Gültigkeit hatte, was ist das neue Wir, das deutsche Wir, wollen wir Bindestrich-Identitäten, verbannen wir das Wort Migrationshintergrund aus unserem Alltag, dazu haben wir ganze Workshops geführt, sind immer wieder an dem Punkt angekommen, von vorne zu starten. Und dann ist das ganz spannend, das Ganze jetzt gebündelt zu sehen in einem Buch, nochmal von außen betrachtet. Und die Frage nach Grenzen, No Border, Open Border, ist eine, die hier eigentlich in diesem Raum noch gar nicht angekommen ist. Deswegen habe ich gesagt, das ist für mich wahrscheinlich eher der Zukunftsteil. Dazu gibt es sehr viel im US-amerikanischen Raum. Die ganze No Border und Open Border Debatte wird dort schon sehr viel länger auch in der Migrationsforschung geführt. Hier wird darum ein großer Bogen gemacht. Können nachher überlegen, warum. Also es fand ich einen sehr spannenden Teil zu sagen, irgendwann werden wir zurückschauen und sagen, gab es das wirklich mal? Und dass du das gerade jetzt sagst, in einer Zeit, wo alle wieder Grenzen hochziehen. Ich finde, das ist tatsächlich etwas, wo dieses Wir sich noch mal ganz stark verändern wird. Bei der Frage der Nation, warum ich sage, das ist keine Debatte von jetzt, weil ich glaube, dass wir uns jetzt in einem ganz anderen Zwischenstadium befinden, wo wir ganz stark neue abgezirkelte Identitäten hochziehen und zwar auch im Rahmen einer emanzipativen Identitätspolitik. Und damit würde ich jetzt sagen, das ist ein Punkt, den ich nicht so schnell umgehen will. Ich glaube daran, dass das vielleicht die Utopie ist, aber ich denke, dass sie nicht funktionieren wird, ohne dass wir im Moment pochen und bestehen darauf, dass es partikulare Identitäten gibt, die sichtbar werden müssen und möglicherweise auch in einer konsternierenden und nicht so zusammen umarmenden Sicht, wie wir uns das wünschen, sondern vielleicht auch mit der notwendigen Aggression und der Abgrenzung, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Ungleichheiten nicht einfach so vorbeigehen. Das wäre jetzt erstmal so mein Punkt, wo ich denke, diese Identitätspolitik könnte dem widersprechen. Ich finde es Also erstmal danke. Ich finde es total interessant, dass Sie mehrmals betont haben, Ihr Buch liest sich auch gut und muss zugeben, dass das so, wie Sie es vorgestellt haben, aus meiner Sicht auch nötig wäre, es zu sagen. Denn tatsächlich, ich habe es gelesen und ich war geflasht, hatte das Gefühl, wir haben ungefähr zur gleichen Zeit ein Buch zu ungefähr dem gleichen Thema geschrieben, von zwei verschiedenen Seiten und Ihrs hat mich total umgehauen. Und zwar wegen all den Dingen, die Sie jetzt gerade gar nicht genannt haben. Also zum Beispiel die deutsche Auswanderergeschichte, die da wirklich sehr nachvollziehbar nochmal plastisch gemacht wird. Also der Integrationsunwille der Deutschen im Ausland ist einfach wahnsinnig fantastisch spannend, nochmal sich dran zu erinnern. Also einfach, weil es genau so ist. Also es ist eine verkehrte Welt, ne? Die Deutschen ziehen zum Beispiel nach Amerika in größeren Gruppen. Die Amerikaner fangen an, also die da schon noch ein bisschen vorher da waren, nationalistisch zu werden und diese Native-Gruppen zu gründen und ärgern sich dann darüber, dass die Deutschen irgendwie nur ihren eigenen Krempel machen. Aber heute haben wir den Hotdog, den Hamburger, den Kindergarten als selbstverständliches amerikanisches Alltagsgut. Und es kommt von den Deutschen, nur mal so als Beispiel. Also es ist so schön beschrieben und ich finde, es tut so wahnsinnig gut. Ich habe das Buch sehr, sehr, sehr gerne gelesen und wollte auch sagen, also man liest es wirklich leicht so. Das wäre jetzt mein Wingwoman-Part gewesen. Aber vielleicht können wir genau auf das eingehen, was du gesagt hast, nämlich Entschuldigung, wir hatten uns vorher geeinigt, wir duzen uns. Du sagst ja, wir brauchen diese kollektive nationale Identität, also die kollektive deutsche Identität und stellt selber die Frage, sind wir nicht eigentlich schon an dem Punkt angelangt, wo eigentlich Postnationalität modern wäre? Also ist denn dieses Rückbesinnen auf, was ist jetzt das deutsche Nationale und was macht uns eigentlich aus und wie kann man das irgendwie noch so
öffnen, dass es etwas fluider wird und auch ein paar Ausländer reinlässt. Ist das nicht schon altbacken und müsste man nicht eben sagen, beyond Nationalität, was ist eigentlich sozusagen das moderne Konzept? Hier geht es ja auch viel um Staatsangehörigkeit und darum, wie man das eben wieder zelebrieren kann und so. Aber ein Freund von mir sagte neulich, eigentlich ist die Idee von kleinen Nationalstaaten innerhalb von Europa, die noch einzelne Staatsangehörigkeiten verteilen, wo dann aber trotzdem alle innerhalb Europas rumreisen können, total. Also wir wissen eigentlich alle, dass das so nicht mehr funktioniert und dass wir es ändern müssen. Deswegen meine Frage, die du selber ja in deinem Buch aufwirfst, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Sind wir nicht eigentlich schon auf dem Weg zum Postnationalen und warum jetzt noch das Modell kollektive deutsche Identität? Warum muss das sein oder denkst du? Ja, also ich kann mich irren natürlich, ne? Ich weiß es nicht. Aber mein Eindruck ist, dass radikale Pluralität oder auch Multikulturalismus, verstanden als radikale Pluralität, zwar sehr charmant ist und man hat mich eigentlich immer verstanden als dem zugehörig, aber dass es in den letzten Jahren schlechtere Karten bekommen hat. Und die Ausgangslage, die neu ist, scheint mir eine zu sein, in der erstens wir uns in einer anderen Mediensituation befinden. Die digitale Revolution ist reell und es fehlen Forumsmedien, in denen wir noch irgendwie zusammenkämen. Das heißt, diese Filterblasen sind auch reell und das macht es schwieriger. Zweitens gibt es sehr starke Angebote eben an weiße Deutsche von Leuten, die Identität ganz anders verstehen, nämlich wie die Körpergröße oder die Pigmentierung der Haut, nicht performativ. Und wenn man kein Gegenangebot macht, sondern auch ja, aus so einer linken Perspektive sagt, ich bin mir quasi zur Etipetete, weil dieses Ding Nation für immer und ewig kontaminiert ist durch Nationalsozialismus, dann bestärkt man, ob man es will oder nicht, diese anderen, die diese Angebote machen. Drittens gibt es aus Herkunftskulturen gibt's sehr starke Angebote. Also ich denke an Erdogans Türkei, die AKP, ich denke an Putins Russland. Staaten, die sich in den letzten Jahren zunehmend ethnonational, ethnokulturell, ethnoreligiös verstehen. Das haben sie vorher nicht getan übrigens. In der Türkei ist einer der Gründe, warum sie sich jetzt ethnonational verstehen, weil, dass man sie nicht kein realistisches Angebot gemacht hat, in die EU zu gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Denken Sie an den Fall Lisa Anfang 2016. Als sich die Russlanddeutschen mit einer für viele frappierenden Geschwindigkeit mobilisieren ließen und auf die Straße gingen, nach dieser Fake News in den vor allem sozialen Medien, im Satellitenfernsehen des russischen Staatsfernsehens, das war dann, also Sie erinnern sich, das Mädchen aus Berlin-Marzahn, die behauptet hat, sie sei vergewaltigt worden von Südländern, wie sie sagte, einige Tage verschwunden war, dann tauchte sie auf, stellte sich heraus, sie hatte Angst, nach Hause zu gehen, wegen schlechter Noten. Das wurde aufgegriffen von den russischen Medien, russischsprachigen Medien, den Staatsmedien, und verbreitete sich wie verrückt und wurde gerahmt als Diskurs gegen die merkelsche Migrationspolitik. Am Ende kam es zu Demos und eine diplomatische Krise und so weiter. Also das gibt's alles und auch da ist es so, wenn man da keine Gegenangebote macht, dann wird das, glaube ich, attraktiver. Und schließlich scheint mir doch auch, dass die Rede vom Postnationalen ist letztlich eine Elitenrede. Also das können sich nur Leute leisten, für die die Nation aufgrund ihrer Möglichkeiten, viel zu reisen, mobil zu sein, keine wichtige Identitätsressource mehr ist oder eine weniger wichtige Identitätsressource. Für viele andere ist sie noch eine wichtige Identitätsressource. Auch das scheint mir wichtig zu beachten. Das wären die Gründe, warum ich praktisch wieder zurückgekommen bin und doch dachte, nee, da muss man hin, da muss man mitmachen und mal drüber nachdenken, versuchen, was anzubieten. Ich glaube, die Frage geht im Grunde an euch beide. Naika, du hast früher gesagt, du hast ja auch eine Zeit lang eine neue Narrative stark gemacht oder dafür plädiert, dass Deutschland sich eine neue Narrative, eine Selbstdarstellung, ein Selbstverständnis als Einwanderungsland gibt. Hängst du da noch dran? Sprichst du da noch darüber? Und dann an euch beide die Frage, das Buch verspricht ja
ein Konzept oder einen Anstoß für ein neues Wir. Und an der Stelle, wo es dann konkret wird, wie könnte diese deutsche kollektive Identität aussehen, da gibt es die Beispiele, die du genannt hast, also eine Debatte über Staatsangehörigkeit, Einbürgerungszeremonien. Aber könntest du da vielleicht noch mal ein bisschen weitergehen? Also was könnte der Charakter jenseits von Sprache, was könnte diese deutsche kollektive Identität, also zusätzlich zur Sprache, ausmachen? So, aber vielleicht erstmal nochmal Narrative. Ja, wir haben damals vor 5, 6 Jahren angefangen mit der Idee eines neuen Leitbildes für Deutschland, politische Parteien anzusprechen. Wir wollten eine Enquete-Kommission dazu im Bundestag haben, um eben dieses Kapitel ein bisschen zum Abschluss zu bringen. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wenn man überlegt, dass das 2001 von der Süssmuth-Kommission damals erstmalig politisch gesetzt wurde, dass die Zahlen dem auch immer weiter Recht geben, war aber der politische Gesetzgebungsprozess noch nicht dieser Idee nachgekommen. Das merken wir auch jetzt. Das haben wir spätestens 2015 nach der großen Fluchtmigration gemerkt, dass die Gesetze zu Migration, Zuzug etc. noch nicht ausgereift waren, eigentlich noch gar nicht bestehen teilweise, oder die bestehen, zu kurz greifen für das, was hier eigentlich an Migration gesucht wird, gebraucht wird, wie Immigration zu inkorporieren ist in den Alltag etc. Deswegen haben wir versucht, für diese Leitbildkommission eben Parteien zu gewinnen. Wir haben damals dann mit der Friedrich-Ebert-Stiftung ein solches Leitbild entwickelt. Da ist nichts draus geworden. Ich fange an zu überlegen, ob wir es nicht besser mit der Heinrich-Böll-Stiftung machen. Also es stagniert, es ist da, es gibt es im Netz. Wir haben ganz viele Leute eingeladen, Gewerkschafter, Lehrerinnen, normale Arbeitnehmer, Jugendliche, alle möglichen Leute, um gemeinsam zu überlegen, was könnte das eigentlich sein, was wir so als sinnstiftendes Ziel formulieren können für eine demokratische Gesellschaft, wo wir sagen, da wollen wir als Gesellschaft alle gemeinsam hin. Da waren große Sachen, Ungleichheit. Also wirklich, man muss gar nicht sagen, dass es utopisch formuliert war, obwohl es schon den Anspruch hatte, weil wir gesagt haben, es gibt durchaus Länder, die solche Leitbildkommissionen auch schon hatten. Und Frankreich hat, ohne eine Leitbildkommission zu haben, ein Leitbild, das heißt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das heißt nicht, dass das umgesetzt ist empirisch. Das heißt aber, es ist ein Leitbild, an dem sich die Politik messen lassen muss. Und wenn wir hier so überlegt haben, was gibt es denn für ein Leitbild für Deutschland, ist uns immer nur eingefallen, Deutschland ist kein Einwanderungsland und Multikulti ist gescheitert. Also wir hatten nicht wirklich das Gefühl, es gibt eine große Idee, die nach vorne blickend es möglich macht, gemeinsam politisch zu werden. Sondern die Idee von Deutschsein, dem deutschen Wir, was ist Deutsch und wie wird man Deutscher, ist eine, die immer mit einem Blick zurück funktioniert. Das ist ein sehr rekonstruktiver Gedanke. Wie wurden wir oder wie wurden die Deutschen das, was sie sind? Und es ist kein aspirativer Gedanke, wie werden wir alle gemeinsam Teil einer Nation? Und dieses Aspirative ist aber sehr viel stärker jetzt im US-amerikanischen Diskurs. Nicht, dass da jetzt alles besser läuft, darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, an was orientiert sich die Politik oder an was orientiert sich der Bürger und die Bürgerin, wenn man beschreibt, da wollen wir hin. Und ist es immer ein, so waren wir mal und so wollen wir wieder werden, oder wäre gut, wenn wir zusammen in die Richtung schauen? Daran ist das entwickelt worden. Und ich würde auch immer noch sagen, dass es was ist, das sehr gut zu deinem Buch auch passt. Da sind schon sehr viele konkrete Vorschläge drin, weil wir auch festgestellt haben, es ist so wenig im Moment die Zeit für Utopien. Die Menschen wollen immer handfeste, konkrete Beispiele. Was kann man ändern und was raten sie uns jetzt? Und deswegen wir haben mehrfach getagt. Das wurde damals von dem Verein Deutsch Plus sehr stark vorangetragen. Die Papiere sind online, kann jeder nachschauen. Ich finde, es war ein gutes Konzept. Es hat zu nichts geführt. Es verstaubt in irgendeinem Internetarchiv und kann vielleicht mal irgendwann, wenn diese ganzen geschlossenen Debatten, in der wir uns alle jetzt so vergraben, vielleicht doch wieder vorbeiziehen, kann man das rauskramen und darüber nachdenken, wie konkret man daran arbeiten kann. Aber ich würde auch sagen, also ich bin auch eher in
bei dir mit dem Gedanken des Nationalen. Ich glaube, wir haben schon mehrere Wellen gehabt, wo wir bestimmte Konzepte so ad acta gelegt haben. Wir haben auch irgendwann, gab es diese ganzen Modernisierungswellen, wo man dachte, alle Menschen, die modern sind, sind definitiv Atheisten. Und alle, die religiös sind, sind auf jeden Fall hinterm Mond. Und jetzt stellen wir fest, dass doch sehr viele Menschen Religion als Anker haben und dass das wahrscheinlich ein falsches Konzept war, zu glauben, irgendwann wird die ganze Welt areligiös sein, weil jeder, der was auf sich hält, wird Gott irgendwann vergessen. Ist offensichtlich nicht so. Und genauso ist jetzt mal meine Erklärung. Ich weiß gar nicht, wie ich es verpacken soll, aber ich glaube, das gleiche Konzept gilt für Männlichkeit. Dass wir auch dachten, das ist ein Konzept von gestern und das kommt in vielen Formen wieder. Wir hören das und denken, das ist negativ, aber ich will eben anschließend an dich sagen, es ist auch in unserer Macht, diese Konzepte neu zu deuten und offen zu deuten und anders zu deuten. Und es ist sehr, sehr möglich, Männlichkeit als sehr inspirierenden, modernen, emanzipativen Zugang zu deuten, obwohl es in unserem Kopf verankert ist mit ganz anderen Sachen und Nation ebenfalls. Also insofern glaube ich, wir sollten uns das durchaus trauen, diese Neudeutung gemeinsam anzugehen. Jetzt hat Jan Plamper in seinem Buch ja quasi das Rückblickende genau aufgegriffen, also gesagt, okay, aspirativ ticken wir nicht, wir gucken nicht, wie wollen wir sein, sondern wir gucken, wer sind wir Deutschen eigentlich? Und dann wird die Geschichte, wer sind wir Deutschen, im Grunde nochmal erzählt, nämlich dass Migration dazugehört, dass Migration zur DNA des Deutschseins gehört. Wir sind Migration, we are migration im Grunde. Ne? Migration is us, das wäre so die englische Variante davon. Für wie anschlussfähig hältst du das? Also, weil ehrlich gesagt, für mich war das genau das, mein Spruch ist auch immer, macht euch locker, 2015 war kein Ausnahmezustand, das jabet die ganze Zeit, so Migration. Und auch Asyl ist nichts, was Deutschland zum allerersten Mal begegnet. So, also das war alles, ich fand diesen Schockmoment so als, was machen wir jetzt mit 1 Million Menschen, wie integrieren wir die? Hallo, wir sind Deutschland. Also wenn jemand weiß, wie man Millionen von Menschen integriert, dann wir. Und ich habe das nicht gehört und im Buch habe ich es halt gelesen, nochmal so Schritt für Schritt, welche Wanderungsgruppen wir wann wie integriert oder auch nach ins Ausland geschickt und nicht integriert haben und alles ging gut. So. Also vielleicht doch rückblickend, vielleicht sage ich dann die Lösung. Doch noch mal was kurz zu meinem Buch, weil es gibt ja auch Klaus Bade, ein Gruß an ihn, der Migrationshistoriker ist und ein Buch hat, das wahrscheinlich kaum jemand liest, weil es 7000 Seiten sind, gefühlt. Und er hat ganz viele Fragmente der Geschichte der Migration der Deutschen da drin gesammelt. Und unter anderem ist eben auch die Vorstellung der Entstehung Deutschlands eine, das habe ich in dem Buch beschrieben, dass man sich sagen kann, die Idee von Vielfalt ist eine, aus der Deutschland entstanden ist. Also 39 Fürstentümer kommen zusammen, debattieren 1848 in der Paulskirche. Diese 39 Fürstentümer sind multireligiös, multisprachlich. Da sprechen nämlich die Leute Französisch, Russisch, Polnisch, Sorbisch, Deutsch und andere Dialekte, die keiner versteht, zum Beispiel Württembergerisch. Die kommen zusammen und beschließen, Deutschland zu sein. Ja? Also bis es dann 1871 soweit kam, gab es ganz, ganz viele Momente der Zusammenkunft. Aber das vergisst man so stark, dass Deutschland eben im Gründungsakt multikulturell war. Weil tatsächlich sind die Fürstentümer sich kulturell extrem fern gewesen teilweise. Allein schon dadurch, dass sie sich mehrere Jahrzehnte bekriegt haben, weil sie katholisch oder protestantisch waren, weil sie unterschiedliche Sprachen hatten, unterschiedliche Fürstenstrukturen und so weiter. Und es gibt ein ganz tolles Fragment im Archiv der Paulskirche, da wird darüber nachgedacht, wer denn jetzt Deutscher ist. Das finde ich auch so interessant, weil irgendwann kurz danach hat Nietzsche gesagt, es macht das Wesen der Deutschen aus, dass für sie die Frage danach, wer Deutscher ist, niemals aufhört. Also dazu diskutieren wir jetzt 150 Jahre später weiterhin. Und das ist eben das Interessante in diesem Fragment. In der Paulskirche wird darüber nachgedacht und dann ist da so ein Beschluss, der später auch wieder revidiert wurde, aber der besagte, Deutscher ist, wer auf deutschem Boden geboren wird.
Und dann ist es egal, welche Sprache er spricht. Also egal, ob Deutsch, Polnisch, Sorbisch, Französisch, Russisch. Und dieser Geburtsmoment, der wurde ja später gar nicht umgesetzt, weil ab 1913 galt ja das sogenannte Blutsrecht. Deutscher ist, wer deutsche Ahnen hat. Dass jetzt Deutscher ist, wer auf deutschem Boden geboren wird, ist ja eine Gesetzesreform aus dem Jahr 2000. Das ist jetzt wieder relativ neu. Aber das ist das Spannende, wenn man eben Geschichte aufarbeiten kann und darüber forscht, dass man dann wiederum sagen muss, das, was 2000 als unglaublich moderne Multikulti-Reform gefeiert wurde, wurde 1848 schon als Normalität diskutiert. Man vergisst so schnell diese Sachen und deswegen, das habe ich in diesem Buch beschrieben, ist es falsch zu glauben, dass diese Idee von Diversität eine von linken Gutmenschen der grünen Bewegung aus den 80ern Multikulti ist, sondern wenn man so möchte, ist das einfach was wirklich sehr typisch Deutsches. Du darfst wieder was sagen. Nochmal zurück zum neuen Wir, das war ja deine Frage. Ich glaube, dass es dann sein wird, wie es immer ist mit Ritualen. Das wissen wir auch aus der Ritualforschung. Sobald man sich auf die geeinigt hat, entfalten die Wirkung und funktionieren dann auch. Und ich glaube, dass das auf sie einigen, eigentlich der Weg dahin, das ist das eigentlich Wichtige. Also deshalb ist es auch bewusst schwammig und deshalb ist es auch bewusst demokratisch ergebnisoffen. Ne? Das zweite Beispiel, das ich bringe, ist das eines Museums. Also ich spiele das dann mal durch. Also die Frage jetzt nach den Inhalten des neuen Wir, ne? Das ist die Frage. Wie werden die bestimmt? Und also es gibt kein Migrationsmuseum. Ne? Interessanterweise gibt es ein Auswandererhaus in Bremerhaven und dann gibt es so ein Annex, ein Erweiterungsbau, da geht es dann auch um Einwanderung. Aber das ist nur ein Erweiterungsbau und es ist in Bremerhaven, ist auch nicht gerade das symbolische Zentrum unserer Republik. Wollen wir nicht ein Migrationsmuseum haben? Musealisierung gehört dazu, immer zu sinnstiftenden nationalen Narrativen. Wollen wir nicht sowas haben im symbolischen Zentrum der Republik in Berlin? Ja, und dann fängt eine Debatte an und dann sagt die eine Gruppe, nee, das ist schlecht, weil das Migration auch wieder nur ghettoisiert. Wir müssen es anders machen. Wir müssen die schon bestehenden historischen Museen, DHM, Standpunkt Berlin, Standort Berlin, Standort Bonn, müssen wir Migration, Mobilität als praktisch durchgängige Analyseachse einbauen, dass da durchgängig Migrierte zu Wort kommen, damit klar wird, dass die auch dazu gehören. Und dann gibt es eine Debatte und irgendwann gibt es eine Abstimmung im Bundestag. So stelle ich mir vor. Und ich glaube, das klingt jetzt merkwürdiger, als es dann sein wird, wenn es mal getan wird. Ich glaube wirklich, dass das Aushandeln und die Diskussion und dann die zur Verfügung stehenden demokratischen Entscheidungsmechanismen schon, they'll do their job. Die werden wirkmächtig. Für wen, das wurde ich jetzt immer gefragt, das bin ich gespannt, aber für wen hast du das Buch geschrieben? Wer soll die andere Geschichte der Deutschen wahrnehmen? Weil wenn ihr beide jetzt sagt, wir reden jetzt ja schon so lange über das neue Wir. Ich würde sagen, wir reden gerade gar nicht über das neue Wir. Wir reden über etwas, wofür du verschiedene Worte in deinem Buch benutzt hast, die ich unbedingt in meinen Kolumnen unterbringen will. Mein Lieblingswort dafür war vulgär-darwinistischer Pseudobiologismus. Und ich würde sagen, das ist das, worum wir eigentlich die ganze Zeit kreisen. Weil ich brauche das gar nicht unbedingt zu, also jetzt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich persönlich brauche das nicht zu definieren, was Deutsch sein ist, so. Man ist es, man lebt hier, man macht so sein Ding. Aber wir reden darüber, weil wir gerade das Gefühl haben, dass andere darüber debattieren und wir klinken uns ja in so einen Negativdiskurs mit ein, ist mein Gefühl. Und du hast jetzt vorhin gesagt, wir machen jetzt Identitätspolitik, wir sagen jetzt, wo es lang geht so ungefähr und was wir wollen und wo unsere Linie ist und wie wir uns nennen. Aber ich habe das Gefühl, es ist alles eher alles eine Reaktion auf diesen vulgär-darwinistischen Pseudobiologismus. Also vielleicht können wir darüber noch mal kurz reden. Wer soll das Buch reden und lesen und was machen wir mit diesen Pseudobiologistikern?
den vulgärdarwinistischen. Na, gegen, ist toll, oder? Gegennarrative anbieten, dagegen dröhnen, aufstehen, schreiben, sprechen. Jeder benutzt seine Mittel. Das war mein Versuch. Das Buch ist, sage ich immer, gründet auch eine Differenzerfahrung. Ich war 11 Jahre weg, ganz 90er Jahre durch, kam dann zurück, auch mit Kind. Und das war verrückt einfach, wie sehr also die real erfahrene und gelebte Diversität, wie die nicht zusammenging mit dem Sprechen über das Nationale, über das Wir. Ne? Dass sich alle noch Ausländer nannten. Und oft gab es gar keine Begriffe, keine anderen. Die waren zumindest nicht im Umlauf. Und es ist geschrieben für Leute ab so 16, 17. Also ich habe die jüngere Tochter habe ich als so Leserinnengruppe, Zielgruppe benutzt. Und ja, ich habe gehofft, dass möglichst viele lesen können. Ist halt auch wirklich ein Versuch, das zu machen, was im angloamerikanischen Bereich stärker gepflegt wird, nämlich eine erzählende Geschichte zu schreiben. Die Migrationsgeschichte, die es gibt, die ich das nie hätte schreiben können, weil die Grundlagenforschung gemacht haben, die ist doch stark sozialwissenschaftlich geprägt. Also da sind sehr viele Zahlen, Statistiken und viele Gesetzesänderungen. Und das ist nicht immer so benutzerfreundlich, benutzerinnenfreundlich. Ich würde einmal noch mal wegen der Identitätspolitik, weil das Wort schafft mich ja total. Ja, ich weiß auch nicht, ob Sie alle damit was anfangen können. Also, vielleicht sagst du auch ein bisschen. Ich kann dazu was sagen. Weil ich finde es nicht selbsterklärend. Ich bin, also die Idee ist jetzt dieses neue Wir, das im Grunde genommen hier eigentlich so impliziert, wir Deutschen, wir neuen Deutschen, wir alle Deutsch plus, ja, ist das jetzt der Kanon, in den wir vielstimmig gemeinsam einstimmen wollen, um irgendwie ein neues gemeinsames Lied zu singen? Oder, ja, ich lasse das mal so stehen als Ziel, die Frage ist, was ist der Weg dahin? Ja? Und ich glaube, dass viele von uns, die hier in den letzten Jahren gearbeitet, geforscht haben und auch aktivistisch waren, eine vielfache Enttäuschungskurve durchgemacht haben mit dieser Idee, nehmt uns doch an als das, was wir sind, wir gehören doch auch schon lange dazu, hier ist doch bald schon die dritte Generation und so weiter. Dass so dieses, guckt mal, wir sind da und wir können auch mit Messer und Gabel essen, dass das mittlerweile einer neuen Bewegung oder auch einem neuen Gefühl Bahn macht, wo wir sagen, nö, wir wollen euch das gar nicht mehr beweisen. Und dann kommt das euch, also das Wir verschwindet und es verschwindet zunehmend und ich finde, es hat auch seine Berechtigung zu verschwinden, weil ich im Moment der Meinung bin, es geht überhaupt nicht anders. Also das ist natürlich jetzt vielleicht ein großer Pessimismus und vielleicht sitze ich hier in 5 Jahren und bin der Meinung, nein, ich habe mich damals getäuscht, aber im Moment ist der Gedanke, dass ich glaube, ohne eigene Gruppen zu bilden, die auch die Macht haben, zu irritieren und an bestimmten Momenten Angst zu machen, passiert hier nichts in diesem Land. Und wir können das im Moment sehr stark an den Bewegungen in Ostdeutschland sehen. Das ist jetzt deprimierend zu sagen, aber erst deren Radikalisierung hat dazu geführt, dass man auf die Ungleichheit im Osten überhaupt so aktiv schaut. Wir wissen das auch mit nach dem 11. September hat es erstmal 5 Jahre Rasterfahndungen, Sicherheitspaket 1, 2, 3 und unendliche, die bis heute andauernd von Otto Schily angefangen bis jetzt, wo sie nicht mehr Sicherheitspakete heißen, sondern zur Normalität übergegangen sind. Also alles das hat es gegeben, die ersten Jahre nach dem 11. September. Aber im Schatten dieser Radikalisierung der Muslime damals sind auch ganz viele Gegengruppen entstanden. In unterschiedlichsten Formationen gibt es muslimisches Leben, muslimische Communities von, keine Ahnung, Queer-Muslimen bis muslimischen Demokraten bis Assimilationsmuslimen bis orthodoxen, traditionellen, etliche Verbände, Vereine und so weiter, die aber ganz stark diese Identität muslimisch sein nach vorne bringen. Und in diesem Zuge der Identitätspolitik, also durch das Aufmerksammachen auf diese eigene Identität, aufmerksam zu machen auf ungleiche Positionen in der Gesellschaft,
dass das dazu geführt hat, dass eben auch sehr viel mehr ins Bewusstsein gerückt wird, dass diese Gruppe nicht gleich behandelt wird. Wenn wir das ist auch im Feminismus eine große Debatte. Wenn wir eine große feministische Debatte führen, kommen zu Recht schwarze Feministinnen oder Queer-Feministinnen, die sagen, ja, wir reihen uns mit euch ein in eine große Debatte zur Befreiung von Frauen, aber ihr müsst auch sichtbar machen, dass unsere Position als queere Feministinnen noch mal deutlich vulnerabler ist als eure der Mittelstandsfrauen, die irgendwo für irgendwas eintreten. Ihr tretet für was anderes ein als wir. Das schafft ganz viele multiple Ears. Und das ist natürlich für das erstmal das große Konzept der kollektiven utopischen Identität möglicherweise hinderlich. Ich persönlich glaube, es gibt keinen anderen Weg. Ich peile das an, aber mein Weg sieht im Moment nichts anderes, als dass man durch diesen Moment der Sichtbarkeit und partiellen Radikalisierung muss, um zu zeigen, dass man für dieses neue Wir alle mit einbringen muss. Das würde ich unterschreiben. Also ich warte eigentlich auch nur darauf, dass es eine übergreifende, also eine Single-Issue, dass sich eine Single-Issue-Partei sogar gründet, so wie die Grünen auch mal anfingen eigentlich als Single-Issue-Ökologie-Partei, dass sich eine Single-Issue-Partei gründet von Leuten, für die Migration wirklich das Thema Nummer eins ist. Das wäre eine politische Wucht, das wäre eine politische Kraft, die wirklich was bewegen könnte. Und da muss man sich, das würde das gesamte Gefüge, das politische Gefüge der Republik verschieben. Ich muss nur in die Geschichte gucken. Also die Refugee-Bewegung war erst dann wirklich erfolgreich, als sie ihre verschiedenen politischen Differenzen, die auch rührten aus den Politiken der Länder, aus denen sie kam, als sie das hintanstellte und sich vereinigt hat mit Ozan Igbinoba in Jena 1996, glaube ich, mit The Voice, was dann gipfelte 2012 mit der Besetzung des Oranienplatzes in Berlin, dem Marsch durch Deutschland, durch die Refugees. Das war dann eine Sichtbarkeit, die erst möglich wurde, als man diese verschiedenen Differenzen hintangestellt wird. Ich verstehe, also das Schwierige ist wie immer, das Partikulare und das Kollektive auszutarieren. Also ich glaube auch, dass mein Buch, dass wir praktisch in einem Chor sprechen können und dass aber trotzdem das andere, das Partikulare, auch wichtig ist. Und es ist genauso wie bei der Identitätspolitik. Also die ist noch längst nicht fertig. Es ist es gibt noch so viel zu tun. Aber es müssen auch wieder Koalitionen gebaut werden, jenseits von so einer eng geführten Identitätspolitik, die reduktionistisch ist auf eine Herkunft oder ein bestimmtes Aussehen oder wie auch immer. Ich glaube, das ist schon die Erkenntnis auch der letzten Jahre, dass da Allianzen geschmiedet werden, Koalitionen gebaut werden, die hinausgehen müssen darüber. So. Blick auf die Uhr, würde ich Sie einladen jetzt. Wir haben zwei Saalmikrofone. So, Sie können, also man sagt ja immer, stellen Sie gerne Fragen, bitte keine Co-Referate. Ich finde, es können auch kurze Standpunkte sein. Die Betonung liegt ja eigentlich eher auf kurz, denn auch etwas, was Sie sagen, was vielleicht keine eindeutige Frage ist, können wir hier aufgreifen. Falls jemand in diesem Raum ist, was mir nämlich in letzter Zeit gerne passiert ist, dass dann irgendjemand aufsteht und mir erklärt, ich würde ja die ganze Zeit Identitätspolitik betreiben. Das wusste ich nicht, weil für mich war das immer Antidiskriminierungspolitik und Engagement gegen Diskriminierung. Und die Vereine, in denen ich engagiert bin, die empfinde ich eben nicht als identitätspolitisch, was auch immer das heißt. Ich beschäftige mich gerade sehr viel damit und versuche, das Konzept zu verstehen. Ich finde es super spannend, aber also für mich ist das eigentlich immer noch alles Antidiskriminierungspolitik. Aber ich gewöhne mich daran, dass das gerade anders heißt und auch anders gehandhabt wird und dass auch Leute wie du das gar nicht ablehnendes Wort, sondern, weil ich kenne es als rechte Erzählung, so jetzt kommen sie und verlangen was für ihre Türken. So habe ich das gar nicht betrachtet. Aber warum eigentlich nicht? Man wird ja auch mal auf Ideen gebracht. Das sind ja auch immer konstruktive Debatten mit unseren pseudo-vulgären Freunden. Bitte. Aber das sollte jetzt eigentlich nur eine Überleitung sein. Falls heute wieder jemand da wäre, würde ich auch Sie bitten, sich kurz zu halten. Und ansonsten ist es, ja, das Mikrofon ist Ihres. Ja, mein Name ist Ira Bernhof. Ich bin Politikwissenschaftlerin.
Ich habe nur eine ganz einfache Anmerkung. Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat angekündigt, Deutschland zu verlassen, mit der Begründung, dass Deutschland kein offenes Land war. Ich glaube, er hat sich da sehr höflich ausgedrückt und er hat auch nicht die AfD angesprochen, sondern ich glaube, er kritisiert zu Recht den rot-grünen linken Mainstream, der auch nicht offen ist. Und wenn Sie dazu was sagen können und zur eigentlichen Regierung in Deutschland, damit meine ich nicht Angela Merkel, sondern die Regierung von rot-links-grünen Ärzten, Lehrern und Richtern. Und inwiefern Deutschland da faschistische Züge trägt. Ich würde am liebsten sammeln. Ich notiere es mir auch auf jeden Fall. Also können noch zwei Leute bitte einfach ans Mikrofon sich zu begeben. Ja, also genau. Sie können sich auch einfach dahinter anstellen. Wolfgang Lenk, Bezirksverordneter aus Friedrichshain-Kreuzberg. Ich habe eigentlich ein grundlegendes Problem mit solch einem Ausdruck wie deutsche kollektive Identität. Ich will Ihnen das mal anhand dessen, was ich heute erlebt habe, beschreiben. Ich war nämlich bei der Einbürgerungsfeier bei uns im Bezirk. Das sind dann 18 Leute eingebürgert worden, insgesamt mit den Gästen und Freunden und Fotografen und so weiter waren etwa 60 Leute da. Das läuft so ab, es wird nicht die Nationalhymne gesungen, sondern es spielt jemand Gitarre. Und zwar die Nationalhymne in einer sehr, also Akustikgitarre, in einer sehr verspielten Form. Das ist wirklich sehr lustvoll und es gab mehrere Unterbrechungen mit anderen Gitarrenbeiträgen. Dann hat die Bürgermeisterin erwähnt, also erstmal allen gratuliert, dass sie sich für Deutschland entschieden haben und sich gefreut, ja, und erläutert, dass wir ein sehr engagierter Bezirk sind und dass alle Leute eingeladen sind, sich selber auch zu engagieren, sich einzumischen, offene Fragen zu beantworten, sofort zu protestieren, wenn ihnen was nicht gefällt und so weiter und so weiter. Ja. Eine Frau hat eine deutsche Flagge sich so etwas charmant um den Hals gewickelt. Und insgesamt war das so, es war eine extrem nüchterne Veranstaltung, keine Spur von Pathos. Und es hat auch nicht lange gedauert. Und ich hatte auch das Gefühl, die meisten, die dort sich einbürgern ließen, haben das sehr wertgeschätzt, dass das einfach so, ja, dass das einfach nicht überhöht ist. Und dass sie sich möglicherweise eher als Europäer verstehen, denn als Deutscher. Ja, da zum Beispiel auch die Brexit-Flüchtlinge, die dabei waren heute. Und mir fällt dann immer ein, also jetzt bin ich auch sofort fertig, okay. Mir fällt dann immer ein, ich habe damals 1974, als ich zum ersten Mal Habermas gelesen habe, er hat ja damals die These vertreten, kollektive Identität geht nur noch im Hinblick auf Grundwerte. Das heißt Menschenrechte oder Grund- und Verfassungen. Alle anderen Identitäten sind verschieden, und sind konfligierend und diskursiv aushandelbar und so weiter. Aber kollektive Identität ist etwas, was unter den Bedingungen der Moderne sozusagen nur noch im Hinblick auf das Grundgesetz oder eben die Menschenrechte definierbar ist. Und ich halte das für eine nach wie vor sehr kluge Position. Danke. Dankeschön. Gibt es noch eine dritte? Nee. Doch, nein, sie steht auf und geht. Habe ich Entschuldigung, das tut mir leid. Nix. Da ist ein Mikro und ein Mensch. Ja, bitte. Vielen Dank. Eine dritte nehmen wir noch mit. Und dann mein Name ist Klaus Purwin. Ich habe folgende Bemerkung. Der bürokratische Begriff für Ausgrenzung von, wie auch immer man das bezeichnen will, heißt NDH, nicht deutscher Herkunft. Eine Journalistin aus Baden-Württemberg, ich glaube, die Stuttgarter Allgemeine war das, oder Stuttgarter Neue Zeitung oder so ähnlich, ist mir leider entfallen, kann ich aber nachreichen. Die hat den Begriff ins Leben gerufen, NDH, nicht demokratischer Herkunft. Wäre das nicht ein Begriff, über den man langfristig mal nachdenken sollte? Nicht demokratischer Herkunft. Wer ist nicht in demokratischer Herkunft? Einfach mal so eine Strichliste machen, jeder für sich in Gedanken, sein Nachbar, seine Freunde oder sonst irgendetwas. Das wäre das eine. Und das zweite war Ihr Hinweis zur Französischen Revolution und Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Kommt nicht ein einziges Mal das Wort Nation vor. Das hat doch einen Grund.
Also es gibt offensichtlich drei Überbegriffe, die können wir sehr gut auch für uns verwenden. Das wäre mein Vorschlag dazu. Danke. Schwesterlichkeit, viel kam da noch. Okay, ich... Kann ich noch schon eine Frage stellen? Ich würde erst drei, ich glaube, das reicht, und dann machen wir noch mal eine Runde und dann entweder bleiben Sie stehen, was bestimmt gut ist für die Durchblutung, oder Sie kommen wieder. Zur Erinnerung noch mal die drei Fragen. Also die erste würde ich zusammenfassen, ich glaube, soweit ist es noch nicht zurück, mit Rassismus in der Mitte und faschistische Strukturen, was ist damit? Da war die Erinnerung auch nochmal an IYY, den jüngsten Vorfall sozusagen. Dann deutsche kollektive Identität, muss das sein, Habermas und Grundwerte. Und nicht deutsche Herkunft als rassistischer struktureller Begriff beziehungsweise eine Umdeutung dessen. So. Ja, also linksgrüner Mainstream, wo gibt's den? Es scheint mir empirisch nicht haltbar, dass es einen linksgrünen Mainstream gäbe, sondern das ist eine Erzählung, die eigentlich sehr Rechte pflegen über einen Mainstream, den es nachweislich weder im Wahlverhalten, und wir haben auch Wahlen in drei Wochen, gibt, noch in anderen Bereichen. Und die Bundesrepublik wurde einen Großteil der Zeit nicht von linksgrün regiert. Die zweite Frage. Ja, aber dann wird halt doch immer über mehr als, dann wird doch über kollektive Identität verhandelt, aber auf anderen Feldern. Es gibt alle möglichen Stellvertreterdiskurse. Woher kam der, ja, was jetzt als postmoderner Partipatriotismus von 2006 beschrieben wird, der nicht nur Patriotismus war, aber woher kam dass damals wirklich weite und laute Reden, dass es jetzt möglich sei und man gerne und also von Linksliberalen, von Leuten, die das Zitat unterschreiben würden, dass sie jetzt gerne eine Flagge benutzen, vielleicht verfremdet und so, aber das heißt, ich glaube, der Reflex dagegen, der ist so groß, und er verhindert auch er verstellt den Blick darauf, dass es auf anderen Feldern diese kollektive Identität nachgefragt wird. Und ich befürchte, dass es, also ich finde, dass es besser ist, sich wirklich mit der Frage auseinanderzusetzen und andere Vorschläge zu machen. Verfassungspatriotismus tut es meiner Ansicht nach nicht. Das ist nicht ausreichend. Die letzte Frage, schon La Grande Nation. Auf verschiedenen Ebenen wird die Nation bemüht und auch ohne Schwierigkeiten, ohne Probleme. Und was aber auch mitschwingt in der Frage ist, dass vieles, wie über Migration gesprochen wird, in der Migrationsdebatte, da wird was eingefordert von Leuten, die vor noch nicht so langer Zeit eingewandert sind, was man vielen, die schon lange da sind, was man von denen überhaupt nicht fordert. Zum Beispiel eine bedingungslose Anerkennung der FDGO und der im Grundgesetz verankerten Werte und so weiter. Das schwang da, glaube ich, mit. Das wäre gut, das auszuweiten auf viele. Das wäre die kurze Antwort. Ja, ich würde vielleicht von hinten anfangen und daran anschließen, weil das ist natürlich, wenn man das wirklich als nicht demokratischer Herkunft so sieht und als Klassifizierungsmerkmal mit reinnimmt, dann vergibt man sich so ein bisschen die Chance, dass auch Menschen, die mal nicht Demokraten waren, trotzdem zu Demokraten werden können. Und dazu kommt ganz oft übrigens in den Debatten jetzt um die aktuelle Fluchtmigration ganz oft so ein seltsames Allgemeinwissen, die können ja gar nicht sich hier so recht zurechtfinden, weil sie ja nicht in Demokratien aufgewachsen sind. Dazu haben wir ganz viele Studien gemacht, mein Kollege Herbert Brücker, zu tatsächlich der Vorstellung und dem Wunsch nach Demokratie. Und ich gebe dir total recht, es können nämlich hier ganz viele Leute geboren sein, die nie Demokraten waren. Ja? Und also die Frage ist, wie viel Leitkultur besitzt Beate Zschäpe? Und haben wir das jemals an sie herangetragen als Frage? Haben wir da jemals die Idee gehabt, sie
zur Auswanderung zu zwingen. Also in der Tat ist diese Vorstellung, dass sowas wie Demokratie und Leitkultur etwas ist, was alle, die herkunftsdeutsch sind, automatisch besitzen. Man fragt sich, woher das kommt tatsächlich. Und umgekehrt auch der Gedanke, dass jemand, der nicht in einer Demokratie geboren ist, das erst mühsam hier erlernen muss. Auch das, ich meine, Demokratie ist etwas, was auch in Gedanken funktioniert. Übrigens auch wie Liebe. Also das ist etwas, was man durchaus als gedankliches Konzept ohne Erfahrung auch, wonach man sich sehen kann. Das kann ich Ihnen sagen, weil ich komme nämlich aus dem Iran, einem Land, in dem es seit sehr vielen Jahrzehnten keine Demokratie gibt, mit einem unglaublich verankerten Wunsch nach Demokratie bei sehr vielen Menschen, die von heute auf morgen hier hinkommen und die sie dann nicht danach fragen, ob die Demokratie können, weil die nämlich zufälligerweise Zahnarzt sind. Also insofern, der Gedanke von Demokratie ist durchaus einer, der sich auch über Sehnsucht herstellen lässt. Und deswegen würde ich mit dem Begriff vielleicht noch ein bisschen anders spielen, vielleicht nicht demokratische Haltung, NDH. Ja, das könnte vielleicht besser funktionieren, dann könnte man das nicht so auf die Herkunft übertragen. Und die andere Sache, die mich ein bisschen beschäftigt hat, ist auch das mit dem links-grünen Mainstream und den Figuren, die Sie genannt haben, nämlich Ärzte, Richter und Lehrer als quasi die im Grunde genommen nicht demokratisch sind. Und ich habe mich gewundert, warum diese Figuren gerade, ich hätte jetzt als Beispiele vielleicht erwartet, Hooligans, Schläger, Demagogen. Ja, das ist vielleicht etwas, was man eher dann mit dem Gedanken von Faschismus in Verbindung bringen würde. Und ich frage mich, woher kommt im Moment dieser ganze Groll eigentlich gegen Leistungsträger? Und das merkt man selber in seinem ganzen Alltag. Das ist wie so ein katharsischer Moment, wenn man plötzlich über den Prenzlauer Berg so schimpfen kann. Geht mir übrigens auch oft so, ja, wenn ich etwas sagen will, sage, ja, so typisch Prenzlauer Berg. Und danach setze ich mich hin und sage, warum eigentlich? Was ist eigentlich daran schlecht? Also was ist daran schlecht, bewusst ökologisch zu sein? Was ist daran schlecht, in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein? Was ist daran schlecht, ein demokratisches Leitbild zu haben und es offensiv und sichtbar nach außen zu vertreten? Warum versuchen wir eigentlich alle, diese Demagogen zu entschuldigen und zu sagen, die sind nur so hateful, weil die da so gut sind, die Gutmenschen? Gutmensch ist ja ein unglaubliches Schimpfwort in den letzten Jahren geworden. Und ich glaube, das liegt daran, weil es so schwer ist, so zu leben wie die. Es ist wirklich schwer, es verlangt einem auch einiges ab. Ich kann das nicht. Also in meinem Haus denke ich das immer von meinen wirklich wahnsinnig tollen Nachbarn, die ihr Auto verkauft haben und zu viert Carsharing machen, die kaum noch Fleisch essen, die nicht mehr fliegen, überall mit dem Fahrrad hinfahren oder mit dem Zug. Ich habe einen dicken alten Mercedes. Ich will gar nicht sagen, wie viel der verbraucht. Ich kaufe immer bei Lidl ein mit Plastiktüten, dann verstecke ich die Plastiktüten und außerdem haufenweise Fleisch. Ich will das überhaupt nicht, will nicht damit kokettieren, weil das ist eigentlich wirklich schlecht. Also ich bin, das entspricht eigentlich nicht meinem Selbstbild. Und das, was danach passiert, ist nämlich der Moment, dass man denen begegnet, ich mit meinen Tüten, aus meinem Auto kommt, die auf ihrem Fahrrad mit ihrer Kiste aus Brandenburg geliefertem Gemüse. Ich sehe die und denke, ja, diese Ökofaschisten. Ja. Und das ist der Groll, den man hat. Man leitet seinen Groll des eigenen, weil es schwer ist. Man muss Ressourcen aufbringen, um so leben zu können. Und dann mögen Sie sagen, ja, die Ressourcen muss man sich auch leisten können, ökonomisch. Das stimmt aber nicht. Ich verdiene mehr als die. Und das ist halt eben das. Ich könnte das machen. Es braucht auch, ich kann Ihnen auch genau begründen. Ich sage, ich habe ja auch mehr Kinder, die brauchen mehr Platz, deswegen brauche ich ein großes Auto und Bahnfahren. Ah, egal, ja. Also die Begründungszusammenhänge sind alle logisch. Das ist nicht so. Nein. Naja, das weiß ich nicht, ob der jetzt gehen will, weil er hat ja nicht gesagt, vielleicht geht er, weil die AfD so groß geworden ist. Also es gibt ja unendlich viele Gründe. Das müssen Sie ihn fragen. Aber jetzt, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so offenbar so genau hingehört, weil die Frage, die ich rausgehört hatte, war
die erinnert mich daran an ein Thema, das mich auch gerade sehr umtreibt, und zwar schon, wie viel Bereitschaft oder wie wenig hoch das antifaschistische, die antifaschistische Haltung dann doch unter Amtsträgern auch ist. Und also wenn man sich einfach mal anguckt, NSU hatte wenig Konsequenzen. Eine davon war, dass der Verfassungsschutz-Bundeschef gehen musste und ein anderer kam. Und vielleicht wissen Sie, wer das war. Das war Hans-Georg Maaßen. Das ist schon so ein Moment, also jetzt nochmal in der Retrospektive zu sagen, okay, der ist da hingekommen, weil das, was damals passiert ist im Verfassungsschutzamt, so problematisch war, dass man gesagt hat, oh, so Nazi-Strukturen gut finden wollen wir nicht, dann nehmen wir doch den Hans-Georg Maaßen. Also ich finde schon, dass man nochmal kurz gucken muss, wie viel auch Rassismus in der Mitte der Gesellschaft ist für mich ein Riesenthema. Natürlich würde ich zustimmen und sagen, warum nicht über die Hooligans sprechen, wenn sie doch da sind? Ja, bietet sich ja an. Oder über die AfD, wenn sie doch da ist, als größte Oppositionspartei in Deutschland. Und trotzdem ist für mich gerade ein ganz großes Thema, was machen wir, wenn die CDU eine Koalition eingeht mit der Partei? Und dann ist die CDU viel, viel interessanter. Und wer da bereit ist? Und das ist für mich das eigentliche Kernthema der Stunde. Der Blick auf die Hooligans ist wichtig. Aber ehrlich gesagt, den finde ich immer noch, müssen ihr als Wissenschaftler vielleicht noch eher, aber ich finde, die Zivilgesellschaft, die Gesellschaft muss das nicht. Dafür sind die Sicherheitsapparate da. Das, was uns aber umtreiben muss, ist, wie viel antifaschistische Haltung wird heute noch als gut befunden, beziehungsweise warum ist das Wort Antifa so verbrannt? Wie kann es denn sein, dass man in Deutschland Antifaschismus sagt und die Leute zucken zusammen? Und als Historiker, ich hab nämlich gehört, das fand ich so schön, eine Aktivistin von Unteilbar hat gesagt, die CDU, CSU damals nach dem Krieg, für die war das, also für die Konservativsten in Deutschland war das damals auch selbstverständlich. Also wer was auf sich hielt, war ein Antifaschist. So. Das ist halt irgendwann unterwegs vorbei verloren gegangen. Und ich finde es total interessant, da auch nochmal hinzugucken. Allerdings habe ich jetzt jemanden, der wahrscheinlich mit seinem Kreislauf sehr, sehr gut in Fahrt gekommen ist und auch was sagen will. Aber vielleicht können wir das dann nochmal gleich weitermachen. Nehmen das mit. Ja, ich finde das auch einen interessanten Punkt. Aber ich wollte nochmal einen Gedanken einbringen, der mir vorher kam bei quasi postnationalistischen Identitäten. Die Nation ist ja bisher das einzige Konstrukt, das einen Wohlfahrtsstaat hervorgebracht hat. Also Steuern werden auf nationaler Basis erhoben. Noch nicht mal die EU hat es geschafft, quasi eine eigene Sozialpolitik zu entwickeln, die tatsächlich auch steuerfinanziert ist oder finanziert ist durch eine eigene Steuer auf EU-Basis. Also Umverteilung, die Verringerung von Ungleichheit, das funktioniert bisher nur auf nationaler Basis. Inwiefern spielt das eine Rolle in Ihren Identitätskonzepten? Inwiefern halten Sie das für wichtig, dass der Wohlfahrtsstaat, der ja auch auf einem Solidarprinzip basiert und in dem übrigens Plusdeutsche oder auch Nichtdeutsche, vor allem Letztere, als kleine Selbstständige zum Beispiel viele Beiträge bringen, als Steuerzahler, als Beitragszahler in die sozialen Sicherungssysteme und oftmals noch nicht mal eine Stimme haben bei den Wahlen. Also der Wohlfahrtsstaat quasi ist ein fundamentaler, ein Organisationsprinzip unserer europäischen Gesellschaften. Inwiefern sollte das eine Rolle spielen in Identitätskonzepten? Das ist eine wichtige Frage, eine schwierige Frage. Man darf das nicht schönreden. Es ist nicht so, dass die beiden nicht in Konflikt geraten. Und das wissen auch viele. In der Migrationsethik gibt es viele sehr Linke, die Zuwanderung stark reguliert, begrenzt haben wollen, eben weil sie sagen, dass wenn der Kuchen anders verteilt wird, es noch weniger wird für die am prekärsten leben müssen, für die Ärmsten. Dass der Wohlfahrtsstaat noch weiter zurückgebaut wird und die am stärksten darunter leiden werden. Und da ist viel dran. Was die Identitäts... Also, aber, ja?
Okay. Nein, es stimmt. Es stimmt. Also die Verteilungsgerechtigkeit ist jetzt sowieso so, also wir müssten das gesamte System ändern, damit Sie recht haben. Aber derzeit mit der neoliberalen Struktur ist es so, dass die Konkurrenz in den Niedriglohnsegmenten zunimmt. Die gehen auch, also wer hochkommt, da haben Sie recht, ist die untere Mittelschicht. Die untere Mittelschicht wirkt dann nämlich qualifizierter, wenn die Unterschichtung durch die neu hinzugezogenen, nicht qualifizierten Migranten kommt. Aber im untersten Niedriglohnsektor gibt es eine massive Konkurrenz. Also das ist tatsächlich empirisch so. Aber Sie haben recht, wenn das System nicht auf einem so ausbeuterischen System beruhen würde, dass es überhaupt diesen Niedriglohnsektor in dieser starken Form gibt, dann könnte man das besser regulieren. Okay. Jetzt zur Frage der Identität und des Konzepts in Bezug auf Wohlfahrtsstaat. Es gibt den Vorschlag von Ulrike Giro und anderen, überhaupt Teilen der Politikwissenschaft, die sagen, das reicht eigentlich und das reicht auch als emotional-symbolisches Identifikationsmerkmal der Wohlfahrtsstaat. Ich wüsste es lieber entkoppelt. Ich hätte lieber ein Konzept, ganz abstrakt gesprochen, ich hätte lieber ein Konzept, das in allen Zeiten funktionieren könnte. Ich habe auch große Bauchschmerzen gehabt bei dem Versuch der Münklers in dem Buch von 2016, oder? Die Neuen Deutschen von Marina und Herfried Münkler, dass die das so sehr ans Ökonomische gekoppelt haben. Und also ich fand gut, dass sie Deutschsein nicht ethnobiologisch, ethnonational definiert haben, aber ich fand nicht gut, dass sie diesen Tellerwäscher vom Tellerwäscher zum Millionär-Mythos und so weiter so stark gemacht haben. Sondern ich hätte gerne was, was in allen Zeiten funktioniert. Abstrakt gesprochen. Das wäre meine Meinung dazu. Sehe ich das richtig, dass noch 3 Leute da sind? Okay, weil eigentlich würde ich jetzt, also müsste ich laut Programm jetzt Schluss machen. Das heißt, jetzt würde ich Sie nochmal bitten, sehr kurz sich zu fassen, würde alle 3 Fragen einmal zusammennehmen und eine Abschlussrunde hier machen und dann überziehen wir 5 bis 10 Minuten. Ja? Ja. Hallo, ich bin Ian. Ich habe Migrationsvordergrund. Ich bin nämlich aus Irland und ich dachte, in der Diskussion bisher habe ich den Eindruck, dass es eine gewisse Ambivalenz gegenüber der Frage gibt, bei der Bildung einer Nation, was für eine Rolle eine gemeinsame Sprache hat. Weil ich bin der Meinung eher, dass es eine sehr wichtige Rolle, weil man kann zwar leben und sein Ding machen, aber irgendwann muss man immer sich an Debatten beteiligen, wie Ressourcen verteilt werden und wie Konflikte gelöst werden. Und ja, ich würde mich für eure Meinungen interessieren, besonders wenn sie ganz anders sind. Danke. Okay, also wie retten wir die Gesellschaft und das System? Ich würde Sie beide noch mit dazu nehmen. Also im Hintergrund von der Globalisierung und verstärkten Urbanisierung stellt sich für mich die Frage, also es fiel ja vorhin das Wort, dass je mobiler wir werden, desto weniger rückt dann die Nationalität oder die Identität in den Vordergrund. Aber ich bin da eher gegenteiliger Meinung. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt Städte anschaut wie London, wo man sehr stark kulturell geprägte Nachbarschaften hat, also jetzt eine Bangladeschi geprägte Nachbarschaft oder eine pakistanisch geprägte Nachbarschaft, treten dann nicht eher die Identitäten in Konkurrenz miteinander, gerade im städtischen Raum? Und wie also ist es nicht eine stärkere Konkurrenz und weniger ein Miteinander? Die Frage verständlich. Also habt ihr sie als Wissenschaftler verstanden? Okay, danke. Genau, es ist natürlich alles Absicht. Die Dame kriegt das letzte Schlusswort aus dem Publikum. Ja, danke. Genau, mein Name Entschuldigung fürs Warten lassen. Kein Problem. Ich hänge gedanklich nochmal an dieser
an dem Zusammenhang zwischen Nation, Identität und Kultur und habe da ganz oft so dieses Gefühl, von diesem Begriff Kultur aus könnte auch noch mal ziemlich viel gehen, weil das einer ist, der sowohl im wissenschaftlichen Diskurs als auch auf der Praxisebene, sag ich mal, irgendwie da ist, präsent ist, aber unterschiedlich ausgelegt wird. Und ich sag mal ganz kurz nur den Hintergrund, ich leite hier in Berlin ein Projekt, wo es darum geht, Kinder aus Familien mit Fluchterfahrung in Kindertageseinrichtungen zu integrieren oder sie zu inkludieren. Und da ist ganz, ganz viel dieses Gefühl von auch dieses, wie gehen wir jetzt um oder gingen damit um mit den ganzen geflüchteten Kindern und Flüchtlingskindern. Das ist ein langer Weg und ein schwerer Weg, der jedes Mal sich wieder klar zu machen, sind Kinder mit, in erster Linie Kinder mit unterschiedlichen Rucksäcken. Und da stelle ich fest, das, was wissenschaftlich passiert, deswegen bin ich da ganz viel hängen geblieben bei diesem Argument, das ist irgendwie ein elitärer Diskurs, den wir hier führen. Was da viel passiert ist, auf wissenschaftlicher Ebene ist da jetzt gerade der Durchbruch, jawohl, wir brauchen jetzt kultursensible Kita-Pädagogik, die sowas mit einbezieht und sagt, Mensch, es gibt Menschen, die kommen aus einem anderen Kontext und da ist es zum Beispiel kollektivistisch gedacht, da versteht das Kind nicht, was das heißt, eine eigene Zahnbürste mit einem eigenen Namensschild drüber zu haben. So. Und was aber in der Praxis ankommt oder das, was ich erlebe, ist ganz oft, dass eben fehlt diese Übersetzungsleistung, Kultur, was ist das denn? Das ist eine Art von anderer Sozialisierung. Da kommt an dieses politisch geprägte Bild von die fremde Kultur. Das ist jetzt so, dass in meiner Wahrnehmung der neue Begriff für Ausländer, Ausländerin, sagt man nicht mehr, deswegen ist es jetzt die fremde Kultur. Es geht darum, wie können wir kulturelle Barrieren überwinden? Was müssen wir denn tun, damit die da hier bei uns auch irgendwie klarkommen? Und das fehlt mir da immer noch mal in dieser Diskussion zu sagen, können wir da nicht von einem ganz anderen, entweder den Begriff neu aufziehen oder von einem anderen Begriff ausgehen und sagen, genau, geht es nicht einfach um eine Sozialisierung? Was sind Kinder in dem Falle gewöhnt durch ihre familiäre und dadurch nähere soziale Umgebung? Gibt es nicht eher sowas, muss man da nicht von Familienkulturen reden und braucht das sowas wie nationale Herkunft? Gibt es die arabische Kultur? Gibt es den Fall, dass mir ein Mann als Kita-Leitung nicht die Hand schüttelt? Gibt es den nicht auch in einem anderen Kontext? Sowas, dass man das aufbricht und nicht so sehr in diesem Ding hängen bleibt. Ach so, ich sollte mich kurz fassen. Ja, genau. Jedenfalls, sozialpsychologisch ist es ja auch wichtig zu sagen, es gibt ein Wir und die anderen, einfach um sich selbst zu begreifen, als sich selbst eine Identität zuzuschreiben und das zu bestärken und zu sagen, diese Differenzen sind irgendwie da und müssen auch wahrgenommen werden, aber der Zugang dazu ist ein anderer und nicht dieser, wir sind hier alle und die sind jetzt dazugekommen und haben eine andere, vermeintlich andere Kultur. Danke. Vielen Dank für alle Fragen und Beiträge aus dem Publikum. Ihr wisst, dass ihr jetzt einerseits die Konzeptfragen und Alltagsbezüge aufgreifen müsst und gleichzeitig einen klugen letzten Eindruck hinterlassen müsst mit einem Schlusswort jeweils. Die Latte ist jetzt gar nicht hochgehalten. Nicht um Druck aufzubauen, ich sage das nur, weil ich darauf hinweisen will, dass das jetzt sozusagen das abschließende Statement ist und gerne auch noch mal ein bisschen allgemeiner werden kann, wenn noch irgendwas ungesagt ist vom Autoren. Ja, ich versuche es kurz zu machen, gehe kurz auf die Fragen an. Die erste war die nach der Sprache. Ich bin für die Wertschätzung von Mehrsprachigkeit, von Vielsprachigkeit und zwar aller Sprachen. Es gibt da starke Hierarchien in Deutschland. Englisch, Französisch steht oben in der Hierarchie, Türkisch, Arabisch, Russisch steht eher unten. Erstmal ist es fantastisch, dass Leute mehrsprachig sind. Historisch gesehen ist es so, dass, um es stark zu verkürzen, dass vielen, die gute Sprachkurse schnell gebraucht hätten, am wenigsten angeboten wurden und es ihnen dann vorgeworfen wurde, dass sie nicht Deutsch sprechen. Und dass denen, die schon eher nah an der Sprache waren oder näher an der Sprache, dass denen die Sprachkurse sehr leicht und sehr schnell gegeben wurden. Vor allem Russlanddeutschen, die am Anfang kamen, die konnten oft noch Deutsch. Also ich bin für ein Konzept, dass wir Mehrsprachigkeit haben, aber dass es schon auch eine Sprache, die wir alle sprechen, eine Lingua Franca geben muss. Die zweite Frage war die nach London. Bangladeschi, pakistanische Communities sind so, ja, aber die konkurrieren nicht auch nur, sondern es gibt halt auch die
Kollektividentität des Britischen? Das ist eine schwierige Frage und ist fragil und immer wieder gleitet es ab, dann in ethnonationale Vorstellungen, die dann eher mit dem Englischen verbunden werden. Aber das Britische, und da gab es auch nochmal einen Versuch des Umdefinierens in den 90er Jahren mit Cool Britannia, um das wirklich als Dachidentität für alle anzubieten. Und das ist schon das richtige Modell, scheint mir. Das ist das Salatschüssel-Modell eigentlich. Und funktioniert im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht. Und die letzte Frage war selbstverständlich. Und Sie sehen das ja wirklich in Ihrem Alltag. Also das ist ganz typisch, dass viele soziale Fragen, und das sagst du ja auch in deinem Buch, dass oft die Migrationsdebatte eine Art Platzhalter-Diskurs, nennst du das, ist, wo eigentlich Soziales verhandelt wird. Und ganz oft ist es so, dass es wirklich um soziale Dinge geht, die aber merkwürdig kulturalisiert und dann letztlich biologisiert werden. Und es ist sehr wichtig im Alltag, und Sie machen die wirklich harte Arbeit, im Alltag darauf hinzuweisen, wenn es passiert und es zu überführen in ein Gespräch über soziale, ökonomische etc. Fragen. Schlusswort und bei einer hochgehängten Latte. Also ich weiß auch nicht, was vielleicht anders ist an so einem historischen Buch hier, ist, dass der Blick in die Geschichte, der macht deutlich, wie schnell sich alles ändern kann mit diesen Fragen. Sesshaftigkeit als Grundeinstellung, als Default Position ist historisch gesehen wirklich, ich sage das Wort, ein Fliegenschiss. Das kann sich so schnell ändern und der Besitzer eines deutschen Passes, der kann sehr schnell auch mal wieder zu einer Last werden. Und allein schon deshalb wäre es gut, sich mit den Fragen zu befassen und sich etwas anständiger zu verhalten gegenüber denen, die gezwungen sind, zuzuwandern. Das ist das eine. Und das andere ist, dass eben der Blick in die Geschichte immer auch Zukunftshorizonte eröffnet. Eben weil man sieht, wie gemacht das, was wir hier und jetzt haben, ist. Das gab es nicht immer. Das ist wirklich entstanden. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann versteht man auch, dass es sich auch ändern lässt. Und das ist eigentlich das sehr Schöne und Optimistische. Und wir müssen es einfach ändern, müssen es gestalten. Das ist die Idee. Man geht doch. Ja. Ich wollte einmal noch mal kurz auf die Wohlfahrtsstaatsfrage eingehen, weil ich die sehr, sehr wichtig finde, weil es dazu tatsächlich Debatten gibt, wie Jan Plamper eben auch gesagt hat, innerhalb dieses Open Border, No Border Diskurses. Ja. No Border sagt, wie besagt, dass es überhaupt keine Grenzen mehr geben soll. Open Border heißt, es soll Grenzen geben, aber man muss auf die Regulation besser achten und sie durchlässiger machen. Und die Idee, dass es die Grenzen geben soll, ist eben der Schutz des Wohlfahrtsstaates. Weil selbstverständlich eine unregulierte, ungeregelte, offene Migration ohne Grenzen das Wohlfahrtsstaatssystem vernichten würde. Dazu gibt es auch sehr viele glaubhafte Hochrechnungen. Die Idee, das beides zusammenzubringen, das ist in theoretischen Modellen noch sehr schwierig. Darüber wird aber nachgedacht, das würde nur funktionieren, wenn sich das Wohlfahrtsstaatssystem über die nationale Grenze ausdehnen würde. Und du hast gesagt, das schaffen wir noch nicht mal in der EU. Aber wenn das möglich wäre, dann wäre, aber in der EU gibt es zum Beispiel Regulierungen, weswegen die EU-Grenzdurchlässigkeit noch nicht zu einem Kollaps von Wohlfahrtsstaaten irgendwo geführt hat. Also es gibt regulatorische Prinzipien, aber die Idee, trotzdem für Open Border zu werben, das sind auch Simulationen und Hochrechnungen, die kann man nachrechnen und nachschauen. Da ist zum Beispiel ein Gedanke, der immer wieder geäußert wird, würde es die Möglichkeit geben, der Ein- und Ausreise, dann würde es wahrscheinlich sehr viel weniger Familiennachzug geben, weil der Breadwinner, also die Person, die arbeiten kommt, Frau oder Mann, in das jeweilige Land zum Arbeiten gehen kann, zurückreisen kann, das Geld zur Familie bringen kann, die mit dem Geld dort einen höheren Status vor Ort haben kann, muss nicht migrieren, was immer mit sehr vielen Transaktionskosten, auch emotionalen Kosten verbunden ist. Das heißt, die Familie bleibt dort, baut sich einen höheren Status auf, als wenn die Familie mit hierhin käme, in Ungewissheit, in einem oft niedrigeren sozialen Status, hat sie im Herkunftsland einen höheren Status.
die Person, die arbeitet, reist hin und her. Das gibt's auch, wird vielfach weltweit erprobt, mit auch sehr hohen, trotzdem emotionalen Kosten für die Familie. Aber das wäre so das Konzept von Open Border. Aber diese Wohlfahrtsstaatfrage ist eigentlich die kritische Frage in der Migrationsfrage. Und zur gemeinsamen Sprache. Ja, es gibt halt so Allgemeinplätze, die man immer so sagt. Ja, Sprache ist der Schlüssel zur Integration, Aufstieg durch Bildung, nichts funktioniert besser als Integration durch Arbeit. Das sind alles so Sachen, die wir so gelernt haben, von denen wir uns aber auch überlegen müssen, ob sie wirklich für alle gelten und ob sie wirklich dauerhaft gelten mögen. Wir wissen aus ganz vielen Korrespondenztests, das heißt Tests, wo wir an Firmen die exakt identischen Bewerbungen schicken, mit exakt der gleichen Leistung, mit exakt dem gleichen Bildungsstand, dass Personen, die einen migrantischen Namen haben, zu teilweise 30% weniger eingeladen werden, so viel zum Leistungsmythos. Und wir wissen, wenn man als Kind mit arabisch-türkischem Namen Abitur macht, hat man schlechtere Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, als wenn man Hauptschulabschluss macht. Also so viel zum Bildungsmythos und zum Sprachmythos vielleicht. Anshu Jain, der Chef der Deutschen Bank, hat kein Wort Deutsch gesprochen, war lange Jahre hier in Deutschland Chef der Deutschen Bank. Von manchen wird es eben nicht erwartet und da gilt auch Sprache nicht als Schlüssel zur Integration, weil die meisten Menschen sich bemühen, auf Englisch zu kommunizieren mit einem bestimmten Kreis an Menschen. Und grundsätzlich glaube ich, es klingt gut, es ist schön, aber meine Vermutung ist, in 5 Jahren spricht keiner mehr eine Fremdsprache, weil Google-Übersetzer im Ohr das direkt in das Ohr des anderen übersetzen werden. Das ist jetzt mal meine Vermutung. In 5 Jahren setze ich mich gerne hier hin und überlege, ob das soweit ist. Ich vermute, dass es soweit kommen wird. Und noch abschließend zur Idee von Nation und Kultur. Ja, das ist in der Tat, finde ich, auch ein sehr schwieriges Feld. Vor allen Dingen das Feld, wenn man so versucht, so übersensibel zu werden. Das ist auch ganz schrecklich und ganz peinlich für alle Seiten. Mir passiert das manchmal, dass ich irgendwo mit einem Glas Wein stehe und jemand kommt und sagt, Achtung, das ist Alkohol. Und dann ist das natürlich eine Kultursensibilität, die in dem Moment peinlich ist. Aber das ist das, wo wir alle durch müssen und wissen, erkennen müssen. Mit der Zeit lernen wir das. Dafür bräuchte man wahrscheinlich entweder ein Schulfach oder mehr Kontakt, um zu wissen, wo ist Sensibilität angebracht und wo nicht. Und das mit den Zahnbürsten ist natürlich ein Vergleich dafür, wie absurd das werden kann. Also wenn ich das richtig verstanden habe, in kollektivistischen Gemeinschaften benutzen alle die gleiche Zahnbürste. Habe ich jetzt so noch nie gehört. Finde ich wahnsinnig spannend, was man da für Fauxpas und Fehler machen kann. Deswegen verstehe ich, wie schwierig das Feld ist. In diesem Sinne, mein Schlusswort, freue ich mich jetzt auf ein Glas Rotwein.